Ja, nach dem 1:3 gegen Oberhausen, zweite Mannschaft, haben wir den Ingmar jetzt hier. Ingmar, ich habe gerade mit deinem Kollegen gesprochen aus Oberhausen. Der war 75 Minuten ganz zufrieden. Warst du 75 Minuten unzufrieden? Nee, 75 Minuten nicht. Ja, also ich denke mal, die erste Viertelstunde waren wir nicht im Spiel. Also da hat der Gegner uns, ich glaube, alles abverlangt. Also da haben sie sehr schnell die Räume bespielt und haben unheimlich viel gewechselt und haben uns da schon also vor eine große Aufgabe gestellt, sind da aber unfallfrei rausgekommen und bin der Meinung, dass wir dann im Laufe der ersten Halbzeit so ein bisschen auch ein bisschen Griff aufs Spiel bekommen haben, auch 2-3 leichte Möglichkeiten hatten, ja, und haben dann ja, in fünf Minuten haben wir zwei Dinger dann uns reinhauen lassen. Erste auf Abseits, wo ich weiß nicht, wie lange immer plädiere, dass wir da ja einfach den Raum nach hinten hin zumachen, zulaufen. Ja, wenn jeder 5, 6, 7 Meter reinläuft, dann passiert da nichts. Und wir dann den Ballführenden attackieren, dann passiert da nichts. Ja, dann hast du mit minimalen Aufwand hast du so eine Möglichkeit weg. Und ein super Kopfball dabei. Genau neben den Pfosten. Bitte? Super Kopfball, genau neben den Pfosten, kommt noch dazu. Ja, da, ich sag mal, das war dann beim 2-0. Da verlieren wir, glaube ich, erst in der Vorwärtsbewegung den Ball. Ich glaube, war Andrzej mit Easy zusammen. Dann kommt der Postwend zurück, spielen über außen. Und dann trifft er natürlich, muss man wirklich sagen, die Flanke kommt sehr gut. Aber den muss er erstmal so treffen. Ja, der ging halt genau unten ins Dreieck rein. Und ja, ärgerlich. Ja. Wir haben dann in der Halbzeit gesagt, dass wir das abhaken müssen, anders bleibt dir nichts übrig. Und wie gesagt, was wir immer wieder sagen, dass eine Situation alles kippen kann. Ja. Und ja, leider Gottes haben wir dann wieder mit dem Fehlpass durch die Mitte das 3-0 hinnehmen müssen. Und man sieht eigentlich im Laufe danach, was hätte noch machbar sein können, ja, wenn es 2-0 gestanden hätte. Wir haben dann, da kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen, wir haben dann, glaube ich, einen vernünftigen Ball gespielt, haben gute Kombinationen drin gehabt und ja, letztendlich, dann machen wir das 2-1 und wenn es da vielleicht, das 3-1, wenn es vielleicht da erst 2-1 gestanden hätte, wäre vielleicht nochmal ein paar Prozent mehr frei geworden. Ja, aber trotzdem haben wir Möglichkeiten gehabt, wo wir dann aber sehr überhastet dann abschließen. Schade. Ich habe gerade mit ein paar der Zuschauer gesprochen. Einhellige Meinung ist, glaube ich, es reicht einfach nicht. Würdest du das auch so unterschreiben? Oder sind die Jungs einfach zu weit von ihrem Leistungspotenzial weg? War der Gegner so gut? Individuelle Fehler, woran liegt das? Wie kann man das abschalten? Ja, ich glaube, heute waren das auch wieder individuelle Fehler. Ja, also ich finde jetzt nicht, dass wir über 90 Minuten schlechten Ball gespielt haben. Ja, wir dürfen immer trotzdem nicht vergessen, wo wir herkommen und wo der Gegner herkommt. Ja, und ich bin trotzdem der Meinung, dass die Jungs dann spielerisch mit den Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, da schon auch Paroli geboten haben, ja, und letztendlich, da kann ich keinen Vorwurf machen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es nicht reicht, ja, also der Meinung bin ich nicht. Trotzdem ist uns klar, dass wir halt immer bei 100% sein müssen, um letztendlich in der Liga da irgendwas Zählbares rauszuholen. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, ja, und das dürfen wir nicht vergessen. Trotzdem arbeiten wir da weiter, konzentriert und wir werden alles dran setzen, um letztendlich dann auch genügend Punkte zu sammeln, um eventuell dann über den Strich zu kommen. Ja? Aber allen sollte es klar sein, dass wir froh sein dürfen, wenn wir das am letzten Spieltag entscheiden können. Ja? Und ich denke mal, das ist allen im näheren Umfeld ist das bewusst und ja, wir werden alles dran tun, dass wir die Möglichkeit bekommen und dann werden wir sehen. Absolut bewusst, aber ich denke, jetzt die Fans sind wahrscheinlich nicht so da dran und natürlich enttäuscht nach dem Spiel. Was würdest du denn sagen in Prozent, wo heute zum Beispiel der Andrzej und der Sammy sich so bewegt haben von ihrer Leistungsfähigkeit? Okay, Andrzej wissen wir, ja,
Ist er in zwei Wochen bei 100% beim nächsten Spiel? Ja, wir werden alles dafür tun. Angie wird auch alles dafür tun. Ja, ich sag mal, der Junge, der haut sich rein. Keine Frage. Der hat keine vernünftige Vorbereitung mitgemacht. Und der zeigt seinen Willen, ist jetzt auch jetzt eine Woche schon mit der Erkältung hat er zu kämpfen. Ja, da machen andere Stopp. Ja, und wir müssen uns da durchbeißen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Natürlich auch, ist auch ein Sammy nicht in der Verfassung, in der er eigentlich sein kann. Ja, und die Situation spielt natürlich nicht in die Karten rein, dass dann alle vor Selbstvertrauen strotzen. Ja, und aber trotzdem werden wir jetzt die zwei Wochen werden wir nutzen, ja, um dann da die Köpfe wieder dementsprechend freizukriegen. Und dann sind noch ein paar Spiele bis zum Winter. Und da werden wir alles dran setzen, dass wir da noch ein paar Punkte holen. Okay, danke Ingmar. Sehr ehrliche Worte von dir, wie immer. Und wir können hoffen, dass es aufwärts geht. Wir sind es der Schwere der nächsten Gegner, denke ich, bewusst. Aber wir müssen weiter daran arbeiten, wie du schon sagst. Kopf hoch und durch. Helm auf, hat man früher mal gesagt. Nein, ist ja richtig. Ich sag mal, natürlich ist es auch für den Zuschauer, jetzt im näheren Umfeld, ist es nicht zufriedenstellend. Ja? Aber ich sag mal, wir haben hier vor 3-4 Jahren haben wir noch hier gegen Holzheim gespielt. Ja? Und dann hast du da die Mannschaften, locker bespielt, ja, und bist dann immer aufgestiegen. So, und je höher du kommst, desto dünner wird die Luft immer. So, wir haben halt nur gewisse Mittel zur Verfügung, ja, und die versuchen wir zu 100% aufzuschöpfen. Und wenn wir es schaffen, die zu völlig ausschöpfen, wenn wir alles geben, dann haben wir die Chance, am letzten Spieltag vielleicht die Liga zu halten, so wie es im letzten Jahr war. Ja, und das muss allen bewusst sein. Natürlich gewinne ich auch lieber. Ja, aber trotzdem, glaube ich, jeder einzelne Junge hier misst sich lieber mit Mannschaften wie den hier, ja, und muss immer an seine Grenze gehen, bevor er vielleicht ein oder zwei Klassen tiefer das mit links macht, ja, macht mich auch nicht zufrieden, ja, und ich glaube die Jungs auch nichts, ja, und man muss immer gucken, wo sind die Jungs hergekommen, ja, wo sind sie hergekommen, welche Ausbildung haben sie genossen, ja, und deswegen bin ich trotzdem der Meinung, die Jungs machen es gut, ja, wir können es besser machen, ja, und wir werden alles dran setzen, es auch in Zukunft dann besser zu machen. Man merkt, du bist jedenfalls bei 100%, kein Prozent weniger. Gibt's nicht. Also wenn ich merke, dass bei mir 1% fehlt, ja, dann bin ich verkehrt am Platz. Ja, und ich glaube, wer mich kennt oder mich kennengelernt hat, der weiß, es gibt nur 100%. Ja, und der Rest, sollen sich andere dann Gedanken machen. Okay, also Ingmar, Kopf hoch, schöne freie Woche. Und dann sehen wir uns wieder in Ratingen, denke ich, ne? Richtig. Und da haben wir noch eine Rechnung auf. Alles klar. Mach's gut.